Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Der oberste Gerichtshof in Kalifornien hat im Streitfall um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Bayer dem Kläger Johnson in dritter Instanz 20,5 Millionen Dollar zugesprochen, da das Mittel das Non-Hodgkin-Lymphom verursacht und zum Verlust der Lebensfreude geführt habe. Bayer hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, da das Herbizid von den US-Aufsichtsbehörden seit langem als sicher für die Verwendung durch Menschen eingestuft worden war. Ende Juni hatte Bayer sich mit weiteren Klägern auf einen Vergleich im Ausmaß von ca. 11 Milliarden Dollar geeinigt. Die Klagewelle begann mit Bayers etwa 63 Milliarden teuren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto. Eine Studie der Manchester Metropolitan University hat festgestellt, dass die Luftfahrtbranche global in den Jahren von 1940 bis 2018 rund 32,6 Milliarden Tonnen CO2 ausstieß, davon in etwa die Hälfte allein in den vergangenen 20 Jahren. Grund hierfür sei die Ausweitung der Zahl der Flüge und Routen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Anteil der globalen Luftfahrt an der menschengemachten Klimaerwärmung 3,5% beträgt. Davon entfallen 1,5% auf die CO2-Emissionen, der Rest ist auf Nicht-CO2-Effekte wie Kondensstreifen und das daraus resultierende Kondensstreifen-Zirren, das heißt Wolken, zurückzuführen. Die European Investment Bank und die UniCredit Bank Austria finanzieren die Entwicklung von Österreichs größten Windfarmen in einem Bemühen, die österreichische Wirtschaft nachhaltiger und klimafreundlicher zu machen. Bis zum Jahr 2030 strebt Österreich an, den gesamten Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Die Errichtung der neuen Windfarmen wird mit Investitionen in der Höhe von 143 Millionen Euro finanziert. Unilever strebt eine Reduzierung seiner Kohlendioxidemissionen auf 0% bis 2039 an. Hierzu investiert der Haushaltsgüterkonzern, der Reinigungsmittel wie Omo, Cif, Domestos und Persil herstellt, 1 Billion Euro. Eine neue Formel zur Herstellung der Reinigungsmittel wird nicht mehr auf Komponenten aus der petrochemischen Industrie zurückgreifen, sondern diese durch pflanzliche Substanzen wie zum Beispiel Algen und andere biologische Stoffe ersetzen. Durch die neue Formel werden die Kohlenemissionen um ein Fünftel reduziert, sagt Unilever und bestätigt weiters, dass Unilever der erste Konzern sei, der sich zu solch einem Wandel verpflichte. Die französische Regierung hat Einzelheiten zu ihrem 100 Billionen Euro schweren Stimulusplan bekannt gegeben. Um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern, sieht der französische Relaunch vor, 35 Billionen Euro in die Wettbewerbskompetenz zu investieren, weitere 30 Billionen sollen in umweltfreundliche Energiesysteme fließen, die restlichen 25 Billionen werden für die Sicherung der Arbeitsplätze aufgewendet. Der französische Premier Jean Castex hofft, dass der Plan bis 2021 160.000 neue Jobs schafft und dem Jobverlust entgegenwirkt. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.